Thomas hat ziemliche Schwierigkeiten. Wenn einem der Herr, da oben, den Auftrag gibt, die Schöpfungsgeschichte umzuschreiben, ist das schon außergewöhnlich genug. Trifft man dann bei der Suche nach Adam auch Moses, ja, Moses, auf im Aquarium ertrunkene Wissenschaftler, auf falsche Inder, auf einen Mann namens Vertal, der Herr von unten, der scheinbar alles weiß, auf die außerirdischen Mox Pumasland und Pimosland und auf die Liebe des Lebens und das alles in den Roaring Sixties, ja dann. Ein ziemlich verrücktes Buch, das Wolfgang Wallner hervorlegt. Eine Parabel über menschliche Möglichkeiten, verpasste Gelegenheiten aus der Hippie-Zeit und was bei Zeitreisen in einem Viele-Welten-Universum möglich wäre. Oder ist es das eigene Bewusstsein, das die Wirklichkeit schafft? Ist das eine irre Parabel, oder ist die Welt tatsächlich irre Parabel? So, da bin ich jetzt. Normalerweise mache ich keine Lesungen aus meinen Werken. Hier aber bei meinen Thrillex Irreparabel mache ich eine Ausnahme und lese etwas aus dem ersten Kapitel, also aus Irreparabel erstes Kapitel. Los geht's. Tom! Keine Antwort. Tom! Keine Antwort. Klacks! I am what I am, yes, I'm one of the people, I see the dream, the dry. I am what I am, yes, I'm one of the people, I'm happy to live till I die. Bittete der Radiowecker mit dem Reggae-Song der britischen Band Greyhound plötzlich los und beendete erbarmungslos den kaum begonnenen, vielversprechenden Tom Sawyer-Traum. Wie immer an solchen Morgen stülpte ich sofort das leere Goldfischglas über den Wecker, was einen angenehmen Ton bewirkte. Zumindest meinte ich das. Ihr kennt das ja, der Wecker war defekt und nicht abzuschalten, außer man zog den Stecker raus. Dann musste aber wieder alles neu einstellen. Das Aquarium war einfacher. Und den Goldfisch Polish in Pam, benannt nach Mr. Mustard Schwester, gab es damals ohnehin schon lange nicht mehr. Nichts gegen Reggae, aber um 7 Uhr morgen. I am what I am. Wie auch immer, in diesem Augenblick sollte ich eigentlich nicht ahnen, dass der Text dieses Reggae-Songs noch wichtig sein könnte. Nicht mal im Entferntesten dachte ich daran, dass dies der erste Fingerzeig Gottes für mich war. Und ich ahnte auch tatsächlich nichts dergleichen. Wenn du verstehst, was ich mit solchen Sachen wie Gott und Fingerzeig andeuten will. Ja, noch zum Aquarium. Früher, ich meine, bevor das alles geschah, also eigentlich früher als damals, stellte ich den Wecker nicht ab. Ich ließ die Musik einfach laufen, bis eines Tages der Mieter unten heraufklopfte. Gut, zugegeben, nicht zum ersten Mal, aber gleich so intensiv. Vrtal hieß er, zumindest stand das am Türschild. Ignaz Vrtal war ein tschechischer Name, bedeutete so viel wie Bohren, Bohrer, Drillschleifen, Exerzieren, Einüben, Drillen, Bohrmaschine. Was sagt man dazu? Mit solchen Namen sollte man eigentlich nicht geräuschempfindlich sein. Die Bedeutung Drillschleifen, Exerzieren, aber gaben zu denken. Lieber nicht anstoßen, es war die Zeit, in der man Pazifismus trug. Und Ignaz bedeutet ja Feuer. Für solche sinnvollen Hinweise war ich sehr dankbar. Gesehen hatte ich ihn bis zu diesem Zeitpunkt noch nie. Es gab da auch andere Mieter im Haus, zum Beispiel nur so ganz zufällig und nebenbei genannt, die schöne Rubich, eine Stock darüber. Lieber wäre es mir gewesen, ich hätte zu diesem Zeitpunkt schon ihren Vornamen gewusst. Es war so eine, bei der dies einige Bedeutung hatte. Doch fehlte mir noch der Mut dazu. Kennt ihr alle sicher. Eine Frau. Was für eine Frau. Bei solchen Frauen bleibt einem der Mund offen, das Gehirn ist irgendwie weg und die Sprache ohnehin. Das Einzige, wozu es langte, war die Balkontür offen zu lassen, wenn gerade ein Liebeslied im Radiowecker klang. Sonst ja nicht diese Schnulzen und der ganze Käseschmus, aber es könnte ja vielleicht die schöne Rubich hören und dann vielleicht dachte ich, da! Aquarium weg, Türe auf, Blick hinauf, dort noch finsterste Nacht. Kein Klopfen von unten, naja, das gefiel dem Winter vielleicht. Na gut, Aquarium wieder her, ins Bad. Wäre ohnehin zu früh gewesen. Hallo, da bin ich ja, dachte ich, als ich in den Spiegel sah. Seltsam genug, sich jeden Tag wieder zu erkennen.
auch nach einer Party wie gestern, aber damals war es eben ein Montag und da hatte das Gesicht nicht so viel Gelegenheit, sich zu erneuern und das Gehirn vielleicht nicht genügend Zeit, um zu vergessen. Kommilitonen vom Musikstudium und manche mehr trinken bekanntlich nicht wenig und bleiben lange auf. Spontanes Treffen nach dem Beatclub, in dem ich selbst den Bass zupfte. Star des Abends war ich ja wieder einmal gerade nicht gewesen. Die blonde Stupsi ging mit einem Fadentippen weg. Gebe Gott, es war ihr Bruder, würde ich ihr vergönnen. Selbstschuld. Wenn man die Gelegenheit im Leben versäumt, hat man eben Pech gehabt. Lange Jahre des Trübsinns und der Traurigkeit lagen nun vor ihr. Aber was macht es? Die schöne Rubrik war ohnehin nicht dabei. Die ist in einem Beatclub mit Sicherheit noch nie gewesen. Ganz andere Welt. So ganz, ganz anders, wenn ihr das verstehen könnt. Dann rasieren befriedigend abgeschlossen. Ab in die Dusche. Im Sommer ging das warme Wasser nicht so richtig. War daher irgendwie gut, dass Jane nicht mehr seufzte. Kälte tötet sozial und überhaupt. Und die Türe war ohnehin zu. Hinein in die abgeschnittenen Jeans und ins T-Shirt. Sicherheitshalber auch in den langen Trenchcoat. Man weiß ja nie genau, wie lange so ein Sommer dauern mag. Raus aus dem gutbürgerlichen Haus in der Wiener Porzellangasse, immer zwei Stufen auf einmal, hinunter zur Straßenbahn. Weiter geht es, vielleicht überraschend, im Buch.